Guten Morgen, ihr Süßen, und ganz herzlich willkommen zurück zu Die Ritzkes. Heute nicht aus Madrid oder Portugal oder Italien oder Lissabon, sondern Marrakesch, aka, hau ab, Afrika. Afrika, richtig krass. Es ist so damals krass. Wir sind hier gestern angekommen, dieses absolute Traumhäuschen, wo wir wohnen. Also Häuschen, es ist eine Villa. Häuschen. Und es ist so krass schön. Es ist nicht nur schön, es ist wunderschön. Wir sind hier im Dunkeln angekommen. Genau, und haben leider noch gar nicht, ja. Genau, wir konnten gestern nichts sehen. Der Ausblick, ich so. Hallo, das ist geil, oder? Das wird natürlich jetzt auch noch gewürzt. Genau da. Oh Mann, ey, sie mag uns schon bestimmt nicht mehr. Wir machen hier alles kaputt. Schaut euch mal dieses Tor an. Schon allein das finde ich so geil. Richtig geil, Mann. Das ist mega schön. Jetzt zeig doch mal die gute Putze. Okay. Das ist so das Wohnzimmer, der Eingang. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das ein Brunnen ist. Ich glaube, das ist ein Brunnen, ja. Ich glaube, das ist ein Brunnen. Unten sind Dünen, hier ist eine Düne. Ja, stimmt. Da wird wahrscheinlich kein Wasser rauskommen und so. Das ist jetzt noch nicht in Betrieb. Aber es ist total krass. Es ist so witzig, wenn Celine da hinten sitzt und dieser lange Tisch. Dann guten Morgen. Guten Morgen. Da oben, wo da hinten. Deswegen hat sich das hier schick gemacht, er hat eine Steckdose. Guck mal. Falsch. Da hinten, seht ihr das? Richtig krass, am Arm sieht das so geil aus. Ja, das ist wirklich richtig schön hier. Ja, Frühstück ist schon vorbereitet. Habe ich von mir ja gerade erwähnt. Oha. Und das Allerkrasseste ist, wir haben dieses Haus komplett für uns alleine. Nicht wundern, also, warum hier Leute rumlungern, aber die helfen uns einfach, das hier auf Vordermann zu halten. Genau, das ist ein Gärtner, ist hier. Und eine Haushälterin. Hausfee, genau. Ist das nicht einfach nur traumhafter Ausblick? Oh. Weil es jetzt so warm ist, wurde uns gesagt, ist der Wasserspiegel relativ tief. Wenn das ein bisschen kühler ist und mehr regnet, dann steht das ganze Haus unter Wasser. Also unter Wasser, das erzähle ich jetzt schon. Das ganze Haus unter Wasser. Das ist die U-Boot-Tour. Ja. Dann ist hier ringsherum Wasser. Also hier auch. Das ist alles für Zweck, ne? Das ist so trocken, Alter. Ist hier kein Wasser, sondern ist hier ringsherum Wasser. Diese Trauben. Ja, ne? Und schaut euch mal diese Häuser da hinten an. Das ist alles so diesen selben Stil. Und schaut euch mal, das haben wir ganz alleine. Das müssten so circa 10 bis 12 Zimmer sein. Ich weiß es nicht. Es ist so verrückt. Das ist ein Ausblick. Und es ist mittlerweile schon so warm. Ja, ne? Also wir haben heute, also gestern hatten wir knapp 40 Grad. Wir werden auf jeden Fall uns auch anpassen. Also wir haben vor, uns so ein Gewand zu kaufen, weil das auch total luftig ist, weil die Jeans, also diese Hose, ich schwitze mich total zu Tode. Ja, ja. Und dann halt so ein Tuch für den Kopf. Vor allen Dingen gestern, wo ich mich hingesetzt habe und so viel, ich wusste, okay, wo soll ich mich hinsetzen? Soll ich mich da hinsetzen? Hier ist eine Sitzecke, das ist total geil. Ich bin da gesessen und hier. Und dann ist das total so ungewohnt, weil es so weit auseinander. Hier kann man sich auch hinstellen, wenn man möchte. Ja. Finde ich total niedlich, weil das mag ich total. Wenn man doch ein bisschen so, ja, mit einem Buch sich verziehen will oder so. Dann lass uns mal nach oben gehen. Das ist krass, du bist in dein Haus und jetzt gleich oben bist du wieder draußen. Das ist so geil. Ja, das ist total geil. Also hier, wie gesagt, man ist hier gleich so draußen, was ich auch total toll finde. Wenn es mal regnet oder so, kann man sich hier hinsetzen. Ja. Und es ist voll im Trocknen. Voll cool. So, das erste Schlafzimmer. Das ist so hübsch, ey. Das ist total niedlich. Oha. Das ist ein Traum hier. Und das ist, was ich so meine, diese ganzen Kleinigkeiten hier am Haus mit diesem. Ja. Tor und so, das ist alles so, wirklich so traumhaft, das ist alles voll mein Geschmack. Ja, und der Ausblick von hier, ist hier bin ich. Ach ja, ich bin gewundert. Das ist einfach total unbezahlbar. Gestern habe ich Celine nicht gefunden. Da wusste ich nicht, wo sie ist, und habe ich sie angeschrieben. Und was mir auch so auffällt, was ich richtig geil finde, das ist so goldig. Ja, ne? Das ist überall so ein Gold und das finde ich total geil. Ja, wenn schon, dann schon, dann richtig, weil dann möchte ich auch meine Klorolle von goldenen Seefunde. Sieht auch schon ein bisschen doll aus. Ah, voll schön. Mega. Richtig traumhaft. Ja, wir haben so viele Zimmer und schlafen trotzdem in einem Bett. Hier schläft, glaube ich, Dennis.
Einfach nur voll schön. Die Verzierten nennen sich Kafkans und wir suchen uns ja ein Kleid aus. Also wir überlegen, ob wir uns jetzt was, ja, richtig Verziertes aussuchen oder eher was Schlichtes. Wie krass. Ja, aber die sind halt dafür da, wenn du jetzt mich auf Feiern Alter, gehst, damit Hochzeiten. Ich immer in die Wüste gehen. Nein, viel zu schade. Aber da draußen waren ganz einfache. Ja, wir sind gerade in einem anderen Laden gelandet und Celine hat gerade ein Kleid gefunden, was ich mega schön finde. Doch, das sieht super aus. Auch für die Wüste toll und so. Schön aus. Zeig mal mein Kleid. Ich habe auch eins an. Sieht auch schön aus, wa? Ich mag es auch. Ich muss jetzt noch ein Tuch finden dazu. Das geht ganz luftig. Und wenn ein blaues oder ein pinkes. Ja. Und wenn du dann nichts runter an hast, also ein Schlippi, dann ist es echt schön, geil. Schön. Ja. Du siehst, das ist, hat irgendwie voll was so 10. Jahrhundert oder so. Das ist so voll. Und dann so ein gelbes Kopftuch vielleicht. Also? Ja, genau. Schon krass. Voll hübsch. Küsschen. Celine hat sich jetzt noch ein Kopftuch ausgesucht, ein komplett schwarzes. Ich nehme das hier. Da ist halt, die Farbe ist auch im Kleid drin. Pour les femmes, ich nehme auch schwarz. C'est pas la même technique. Und das nehme ich auch noch, weil ich das einfach voll geil finde. Krass. Ja, ganz, ganz, ganz viele Filme werden hier gedreht. Ja. Und das sind noch alles so Kulissen, die man noch besichtigen kann und so. Da vorne sind einfach Kamele. Ui, hallo! Das ist geil. Da sitzen sie und futtern. Oh, sind die süß, ey. Wir sind hier gerade an so einer Aussichtsplattform. Ist das schön. Sie ist gerade gestolpert. Flieg am besten noch da runter. Alter. Ist das schön, wa? Auf einmal voll grün. Was ist das denn hinten? Also, das ist Santorini nur in braun. Das sieht echt cool aus. Also schon sau angepasst. Das ist kein Loch, oder? Ja, das ist, doch, das ist offen. Okay. Damit die Luft durchkommt. Ach krass, okay, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. So, schick siehst du aus. Cool, wir gehen jetzt in die Lehmstadt. Wir sind auch fast drin. Ne? Mal schauen, was auf uns zukommt. Krass, okay, dann wo? Schon krass, oder, Celine? Ja. Auch die Treppen, guck mal, aus Holz dazwischen. Also Lehm und Holz. Pass bloß auf. Und ein paar Steine. Die machen ja auch so Ziegelsteine, aber die sind auch aus Lehm gebacken. Oha, hast du gehört? Ja. Guck, wie schön das ist, Celine. Oha. Wenn das nicht besonders ist, dann weiß ich auch nicht. Hast du schon mal sowas gesehen? Nein. Guck mal, die. Da finden wir uns doch gleich wieder. Irgendwelche schönen Tücher und Kleider. Oh, da oben das wohnen dann halt auch Familien. Ja. Und? Oh, ist das geil. Oh. Oh. Absurd. So, erstmal ein kleines Vorsüppchen. Oh, wie geil. Ja. Und hier haben wir auch so richtig geile Schüsseln bekommen. Okay, das ist krass. Also ich habe was entdeckt, was Finger mir... Finger weg! Die Seegurke? Das in der Mitte, das will ich... Ja, 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 das, so das ist geil. Die Qualle. Das sieht aus wie so eine Qualle. Ja. Ich will davon aber auch was haben. Ja, wir werden alle was von der Qualle haben. Ach, ach nee, doch. Das ist so ein Weißkohl. Und ich bin so geil auf diesen Weißkohl. Oh, ja. Okay, dann lass uns jetzt speisen. Moment. Terrasse an der Decke sind einfach so scheiß Mäuche. Und die darf ich nicht anfassen, weil die sollen giftig sein.
Wenn euch dieses coole Video gefallen hat, dann zeigt uns das unbedingt mit einem dicken Daumen nach oben. Mit einem dicken Daumen. Über nette Kommentare würden wir uns sowieso mal wieder freuen. Mega, mega freuen. Wir haben euch ganz lieb. Mega, mega lieb. Auch von dieser Stelle von uns jetzt ein. Ja.